näherten sich Kleopas und Thekla, zwei von den Freunden Jesu, auf Gemacht. Ihr Ziel war Emmaus, ein Dorf von Jerusalem, zwei Wegstunden entfernt. Miteinander von all diesen Geschichten. Kleopa, von wem lädst du aus so oft daran, wie unsere Zeit mit ihm als traumhaft schön begann? Von ihm ging Hoffnung aus, ich weiß, thank you.
Was gibst du dich ab mit dem Gauner Mack?
Gott an die Schwachen. Thank you.
Seid ihr geborgen,
Nicht so.
Menschen Hochmut erzeigt. Habt ihr gehört, wohin er sich versteigt? Wer geht ihn los? Habt ihr gehört? Wer geht ihn los? Habt ihr gesehen? Wer geht ihn los? Wer geht ihn los? Das heiße Schädel stimmt,
sechste Stunde. Eine Finsternis brach an, die Sonne verlor ihren Schein. Thank you.
Ihren Schein. Bleib doch bei uns,
Oh.
in seiner ersten Predigt hat unser neuer Papst Franziskus die Kirche davor gewarnt, zu reinen Verwaltern zu werden. Und er hat gesagt, wir sollen das Evangelium verkünden. Ihr, liebe junge Kanterei, habt das heute verwirklicht. Ihr habt das Evangelium von Ostern verkündet und dabei klargemacht, dass in aller Trauer und allem Leid und allem Schwierigen im Leben doch auch die Hoffnung der Auferstehung zu sehen ist. Und dafür danke ich euch ganz herzlich, euch, der jungen Kanterei, die ihr unterstützt worden seid von Solisten aus der eigenen Reihe und drei exzellenten Solisten, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte, wie auch bei den Instrumentalisten, die uns diesen wunderbaren Abend am Ostermontag bereitet haben. Ein herzliches Vergelt's Gott. Und ich glaube, die Solisten sind es auch wirklich wert, namentlich genannt zu werden. Dr. Nicole Vollweiler, die den Sopran übernommen hat, Herr Ingo Wackenhut, der Tenor war, und Matthias Eschli als Jesus und Bariton. Unsere Sängerinnen und Sänger der jungen Kantorei kann ich nur immer wieder lobend erwähnen. Sie feiern dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen und wir haben schon viele tolle Aufführungen mit euch erleben dürfen, unterstützt durch die Ton-, Bild- und Lichttechnik. Ich danke euch auch, die ihr den Part der Schauspieler übernommen habt, auch aus den Reihen der jungen Kantorei. Zuallererst bedanken möchte ich mich aber bei der Dirigentin, bei Ute Hormuth, die unermüdlich tätig ist, um Glaubensarbeit zu leisten und die Verkündigung zu praktizieren in St. Martin, die nicht verwaltet, sondern wirklich verkündet, für diese wertvolle und kostbare Arbeit und auch für die musikalische Glanzleistung, die wir dann immer zu hören bekommen. Ein herzliches Dankeschön. Applaus.